Der Nächste, bitte. Oh, ich glaube, das bin ich. Was wünschen Sie? Ich möchte diesen Gegenstand hier erforschen. Aha, warum ausgerechnet diesen Gegenstand? Es gibt doch so viele andere schöne Dinge in diesem Orbit. Beamter, versteht nicht jeder. Schauen Sie nur, die Form und diese wundervolle Farbe. Und riechen Sie mal. Was soll denn das? Also, laut Computerdatenblatt ist dies eine Ananas. Ich habe folgende Formulare für Sie. Als erstes das Datenblatt F2463, bitteschön. Weiterhin Zahlschein HH500, für jeden Studenten unumgänglich. Dazu das Wegedatenblatt, den Routenübersichtsplan. Hören Sie mal, ich bin doch kein Aktenordner. Und was heißt überhaupt Zahlschein HH500? Junge Dame, wer forschen möchte, muss sich erst mit den ordinären Dingen des Lebens auseinandersetzen. Also, bitte. Und weiterhin, ein HH500 bedeutet, dass Sie gleich hier und jetzt bei meinem netten Kollegen 500 € Wegegebühr zu zahlen haben. Ich soll hier gleich bezahlen? Falls Sie natürlich in Finanzierungsschwierigkeiten kommen sollten, habe ich noch ein Formular für Sie, das nennt sich WGFÖG, das können Sie auch gerne beantragen. Und ganz beliebt bei den Studenten von heute, das Study and Work neben dem Studium. Bitte schön. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück auf Ihrem Weg. Augen zu und durch. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Und wofür habe ich überhaupt so viel Geld bezahlt? Hey, was machen Sie da? Und was wollen Sie? Oh, guten Tag. Ich möchte Forscherin werden und ich möchte diese Ananas erforschen. Ja, zeigen Sie mal her. Ja. Außerdem führt eine dauerhafte Ananas-Diät zu Malnutrition. Mal was, ich kenne nur Malzbier. Also, Malnutrition ist der medizinische Fachbegriff für Mangelernährung, ja? Eine Mangelernährung... Das bedeutet, es ist eine Störung zwischen der Nahrungszufuhr und dem Bedarf eines Individuums. Ja? Naja, das ist nicht so leicht zu erkennen, wenn man mangelernährt ist, da die Symptome sehr unspezifisch sind. Zum Beispiel Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit. Und dazu kommt noch, dass der Jojo-Effekt ist halt vorprogrammiert, ne? Ja. Der Jojo-Effekt ist definitionsgemäß... Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen, aber jetzt muss ich weiter, um das Geheimnis der Ananas zu erforschen. Halt! Was wollen Sie hier? Ich möchte das Geheimnis der Ananas erforschen. Das Betreten der Wege kostet 500 €. Vorher kann ich es nicht vorbeilassen. Aber ich habe doch bereits Geld bezahlt. Ja, für den ersten guten Abschnitt. Für den zweiten ist eine weitere Zahlung nötig. Also? Schon wieder muss ich Geld bezahlen. Ich weiß gar nicht, wofür die mich eigentlich halten. Na, wer sind Sie denn? Ich bin Forscherin und ich möchte das Geheimnis dieser Frucht erforschen. Die Ananas ist nicht nur eine Frucht, sie ist ein chemisches Wunderwerk. Wenn ich ja mal kurz aus meinem neuesten Werk zitieren dürfte. Das Enzym Bromelain wird seit Jahrzehnten aus der Ananas gewonnen und gehört zu den Cystein-Endopeptidasen. Es enthält mehrere sulfhydrylhaltige proteolytische Enzyme, ein Peroxidase-Enzym, ein saures Phosphatase-Enzym, mehrere Proteasenhemmer und Calcium. Bromelain wird zur Strukturaufklärung von Proteinen genutzt, um kleineren aus Proteinen zu erhalten, deren Struktur leichter aufzuklären ist als die des gesamten Proteins. Aber das ist noch lange nicht alles. Die Ananas ist eine wahre Enzymbombe
und enthält weiterhin Beta-Fructofuranosidase, dem Laien vielleicht besser als Saharase, Invertase oder Sucrase oder auch E103 bekannt. Es gehört zu den Glykosidasen und spaltet mit Hilfe von endständigen Beta-D-Fructofuranosidresten Saccharose zu Fructose und Glucose. Muss ich das alles wissen? Aber soll ich Ihnen mal was verraten? Das alles beschreibt nur die offizielle Chemie der Ananas. Eines gibt, was ich in den Grübeleien meines Lebens gelernt habe, so ist es dies, dass wir von einer tiefen Einsicht in die elementaren Vorgänge viel weiter entfernt sind, als die meisten Zeitgenossen überhaupt glauben. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Ananas bis ins kleinste Detail chemisch zu erforschen und bin auf ihr wahres Geheimnis gestoßen. Das Geheimnis ist, nun ja, um dies zu erfahren, müssen Sie schon mein Buch lesen. Oh, das möchte ich sehr gerne tun. Hallo, junges Fräulein, was haben Sie denn da? Kommen Sie doch mal her. Oh. Das sieht ja nett aus. Können Sie mir das Geheimnis der Ananas verraten? Ein Geheimnis? Wir Technologen kennen keine Geheimnisse. Um herauszufinden, ob da was drin ist, gibt es viele Möglichkeiten. Zunächst einmal müssen wir die äußeren Randschichten entfernen, damit wir auf den Kern der Sache vordringen können. Ich habe hier eine wunderbare High-and-Peel-Off-Maschine. Und die werde ich jetzt so vorführen. Wir nehmen mal diese Ananas, installieren Sie in den Netz. Und Sie werden gleich sehen, was der Kern dieser Sache ist.